Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal PokéDentist. Es freut mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast, denn wir werden heute nach dem ganzen 151-Kram einmal diese wunderschöne Premium-Kollektion von Glurak EX öffnen. Und ja, ich würde sagen, ihr lasst ein Like da, ein Abo, wenn ihr das nicht schon getan habt. Und dann noch einen netten Kommentar. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und damit würde ich sagen, ab ins Video. Da sind wir auch mit dieser wunderbaren Box. Kurze Infos am Rande. Ich habe für diese Box 34,99 bei Pokewirt bezahlt. Auf Deutsch in der Box. Also die Box ist deutsch. So, und genau, wir gucken einmal ganz kurz, was da so drin ist. Wir haben einmal, ja, die Promokarte von Glurak natürlich. Dann haben wir zwei andere Holo-Karten als Promos, Glumanda und Glutexo. 6 Booster-Packs. Ja, man kann es eigentlich selber lesen. Hier ist der magnetische Kartenhalter natürlich drin, der ganz cool ist. Kartenhüllen und eine Code-Karte für euch. Ja, und ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal da rein. Machen wir das Ganze mal auf. Ach Gott! Na! Und da ist das gute Ding. Gucken wir uns das Ganze auch mal an. Wir haben diese Promokarte. Die ist sehr, sehr schön. Aber leider auch sehr, sehr off-center. Dann haben wir Glutexo und Glumanda, die leider keine Promo-Foil bekommen haben. Also kein Galaxy und auch irgendwie gar kein Promo-Stamp. Die hat aber ein Blackstar. Wo sieht man das? Blackstar Promo. Stern unten. Ich würde die jetzt mal kurz hier drin lassen. Zeig einmal mal kurz hier Glumanda in die Kamera. Dann haben wir Glutexo. Schöne Promos. Mehr oder weniger Promo. Und dann haben wir den Kollegen hier Glurak. Sieht schon cool aus, die Karte. Aber irgendwie finde ich das jetzt auch ein bisschen billig da unten. Ich war mir jetzt nicht sicher, so rum oder so rum. Aber ich glaube eher so rum. Und ich würde sagen, wir stellen den einfach mal hier irgendwo hin. Dann guckt er ein bisschen zu. Dann haben wir noch diese wunderbaren, Hüllen. Schöne Sleeves mit Glurak. Ich mag den roten Rand nicht so, aber ich will jetzt auch nicht nur meckern. Hier ist einmal noch die Codekarte. Und wir machen gar nicht lange rum und gehen direkt ins Opening. Dazu würde ich einmal kurz ein bisschen zoomen. So, und wir fangen an mit Obsidian Flammen. Die Chase-Karte ist natürlich Terra-Kristall Glurak. Die habe ich aber schon auf Deutsch, was jetzt nicht schlimm ist, aber ja, so generell muss man zu der Booster-Auswahl hier in diesem, in dieser Box sagen, ist jetzt nicht ganz so geil. Ich würde sagen, man kauft sich die eher dann schon eigentlich wegen dem Glurak, die Box. So, und gehen los mit Unlichtenergie, ein sehr schönes Dratini, Mirapla, mir fehlt hier noch das goldene Glurak tatsächlich, Lumispross, und ich hätte auch gern Vulnona in der Illustration Rare, Amphierer, Schlickdri, Scoppel Reverse, Hotrod Reverse und Sagaria. Dann haben wir Karmesin und Purpur Base Set. Auch immer geil zu öffnen. Da ist auf jeden Fall die Chase-Karte. Oh, ich weiß gar nicht. Miraidon, Koraidon. Als alternative Art Rares. Und was haben wir da noch? Ja, ich glaube, die ein oder andere Trainerkarte. Ich blende sie vielleicht auch einfach mal ein. Und wir sagen Feuer. Nein, Wasser. Wasserenergie. Mehikel. Was? Schreibt mir mal in die Kommentare, habt ihr aus diesen Boostern... Oh, da glänzt's. Vielleicht. Auch nicht. Ich möchte nichts sagen, aber es glänzt. Aber dann, genau, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, bevor ich es vergesse. Was habt ihr aus Obsidian Flammen so gezogen? Habt ihr alle Gluraks? Die Pullrate war ja relativ gut. Würde mich mal interessieren. Dann haben wir den Strandplatz. Noctuska. Oh Gott, ich glaube, ich habe gefailed. Ich habe mich gewohnt. Das war fail. Nächstes Booster, Obsidian Flammen.
Ich glaube, das wird eine Nullnummer hier heute. Drückt mir mal die Daumen. Lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr unterstützen. Gerne auch kommentieren. Und wir haben hier einmal Wasser. Oh ja, Wasser. Obsidianflammen. Gönnt es jetzt. Tarnpion. Taubsi. Lichtel. Mangunior. Dragonier. Ich bin heute irgendwie leicht überbelichtet. Cremanzo. Achtung. Utsasa. Gruff Reverse. Und, na. Leider nix. Oh. Absol EX. Die sieht ehrlich gesagt geil aus, muss ich sagen. Cool. Immerhin eine EX-Karte. Legen wir einfach mal hier hin. Dann das nächste Base-Set-Booster von Karmesin und Purpur. So. Code-Karte für euch. Dann eine Karte nach vorne. Und wir gehen rein mit Pflanzenenergie. Hey, zweiter Mal. Jetzt muss aber was kommen hier. Toxel. Krassler. Kano. Och, was für ein schönes Artwork. Schuppet. Neben einer Laterne. Fragrunz im Wald. Kapilz. Voltrian. Da müsste die Reverse kommen, die erste. Staralili. Und. Okay, geil. Ich glaube, das sind gute Neuigkeiten. Aber ich habe die auch schon. Deswegen gucken wir weiter. Servus. Servus. Ich glaube, ich habe die. Aber geil sieht sie auf jeden Fall trotzdem aus. Heftig am Glänzen, würde ich mal sagen. Guter Pull auf jeden Fall. So. Vielleicht habe ich ja auch gar nicht. Bin mir nicht sicher. Egal, wir machen weiter. Obsidianflammen. Ich werde die natürlich einsleeven später. Obsidianflammen. Ich würde gerne wenigstens die Illustration Rare von Vulnona haben. Die ist so schön. Ich würde sie auch mal einblenden. Da. Damit ihr mal seht, was ich meine. Die ist wirklich eine sehr schöne Karte und auch relativ teuer in dem Set. Soweit ich weiß. Jetzt nicht irgendwie abartig unbezahlbar oder so wie Carpador aus dem guten Ding hier, aber naja. Wir machen weiter mit Unlicht. Was ist wieder Wasser? Wasser? Ein Tee. Schon cool. Dann ein Blip. Kamaub. Glitzerz? Nö, ich sag nichts mehr. Flummkiffer. Kiffen ist erlaubt. Ramot. Mortipot. Tentera. Oh, doch. Oh, was haben wir? Okay, das, Leute, ist ein sehr guter Hit. Und ich bin gerade mega happy. Die Box hat sich bei mir mega gelohnt. Die Karte ist richtig geil und hab noch einen Hundemon. Nee, aber Spaß beiseite. Diese Karte von Taubos ist echt sauspielstark, soweit ich weiß. Ich bin aber kein Profi-TCG-Spieler. Aber die ist richtig geil. Und ich bin mega froh, dass ich sie gerade gezogen habe. Ja, so. Ich werde mal ganz kurz einsleeven. Dafür muss Zeit sein. Jetzt habe ich die mal eingesleeft. Wir schauen uns nochmal diese traumhafte Karte an. Guckt euch an, wie sie ballert. Top gecentert übrigens. Wow, die ist echt genial. Jetzt schauen wir mal. Hat sie ein bisschen Whitening oder so? Na, vielleicht hier unten. Oder ist auf der Hülle. Eigentlich nicht der Rede wert, bei PSA eine 11. Ah, hier unten ist ein bisschen was, also doch nur eine 10. Nee, Spaß beiseite. Ist auf jeden Fall eine wunderschöne Karte. Ich bin sehr froh, die gezogen zu haben. Die ist recht teuer. Also ich muss sagen, nicht extrem. Genauso wie die Koraidon oder so. Oder die Vulnona, die ich erwähnt hatte. Aber auf jeden Fall, ja, nicht billig. Geil, wir schauen in das letzte Booster rein. Wir kennen es alle. Entwicklung in Paldea. Was will man da rausziehen? Richtig. Carpador Art Rare ist da der Star. Also heute reimt sich ja auch noch hier alles. Die Box hat sich auf jeden Fall schon
gelohnt, muss ich sagen. Ich muss aber auch sagen, Obsidian, Flammen und Pokewirt bei mir läuft. Ich habe, vielleicht kann ich es auch einblenden. Wenn nicht, dann einfach mal bei meinen Shorts gucken. Ich habe ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit YouTube, habe ich die Top-Trainer-Box aufgemacht und habe einfach den Doppelhit Glurak EX Full Art, also die quasi die silberne Karte, und die, ja, wie heißt die? Terra-Kristall in einem Booster gezogen. Das war geisteskrank. So, eine Karte nach vorne. Ich hoffe, ich habe es noch nicht gemacht. Und wir gehen rein und ich rate beim Last Pack Magic. Was nehmen wir? Ich nehme Feuer. Das hat keiner gesehen. So, und wir gehen rein und ich sage Wasser! Pflanze. Bringt Pflanze heute Glück? Wir wollen die Art Rare Sweeps. Art Rare von Carpador, bitte. Magnetilo. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Und ganz kurz, ich würde einmal kurz mehr oder weniger Werbung machen, unbezahlt natürlich, für Pokécheck. Da könnt ihr mal reingucken in meine Infobox, da habe ich das einmal verlinkt. Da könnt ihr immer die aktuellen Preise von Pokémon-Artikeln, also Sealed Stuff, keine Einzelkarten oder sowas, immer abchecken und findet dort immer den günstigsten Preis. Da sind schon ewig viele Shops gelistet und genau, ich habe da eben meine Videos unten drunter gesetzt und es würde mich freuen, wenn ihr da auch einfach mal vorbeischaut, auch auf Instagram. Gerne auch mir folgen, Pokedentist. Ciao. Locoroco. Natürlich nicht Joe. Blackmon, und jetzt wird es das lukrativste Opening, was ich jemals hatte. Dann kommt hier jetzt Carpador. Nein, es ist trotzdem geil. Es ist trotzdem eine Illustration Rare, die ich aber auch schon habe. Aber sie ist mega schön. Borgita. Und am Ende noch ein Gyarados Holo. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Opening hat sich sehr gelohnt. Jetzt legen wir einfach nochmal alle hier hin und auch den guten Glurak. Ja, meine Ausbeute aus der Glurak EX Premium Kollektion. Und wenn man mich jetzt fragt, lohnt sich diese Box? Also bei mir hat sie sich definitiv gelohnt. Allein mit dieser Promokarte. Deswegen habe ich sie eigentlich auch gekauft, weil wenn man die so irgendwie schon für 5 bis 10 Euro extra kaufen muss, habe ich mir gedacht, kaufe ich mir einfach mal die ganze Box. Ich finde, sie ist für 35 Euro wirklich erschwinglich und man hat 6 Booster drin. Diesen Magnethalter hier von Ultra Pro, wo man seine Glurak-Karte wunderbar ausstellen kann. Und wie man sieht, tolle Pulls. Dafür gibt es natürlich keine Garantie, aber naja. Was soll ich noch sagen? Es freut mich, dass du eingeschaltet hast, dass du dir dieses Video bis zu diesem Punkt angesehen hast, wenn du das getan hast und nicht nach vorne gespult hast. Und damit würde ich sagen, Like da lassen, abonnieren, gerne einen netten Kommentar da lassen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao, ciao!